ruhig mal nachdenken. Es ist wichtig, dass wir diesen Satz verstehen. Wir mit unserer Geschichte und auch für künftige Generationen. Dr. Peter Richter, unser Kunstexperte, wird jetzt für Sie das kunstgeschichtliche Ereignis der Woche in Italien in den richtigen Zusammenhang stellen. Herzlich willkommen zu unserem Telekolleg Kunst, heute der Mailänder Dom. Ein prachtvolles Bauwerk. Der große Gelehrte Hans Sedlmayr sagt, so etwas ist nicht von Menschenhand geschaffen, so etwas ist vom Himmel gefallen. Ja, und den hier hat's getroffen. Silvio de' Medici, ein großer Staatsmann, aber auch ein großer Sünder. Hier sehen wir ihn mit seiner Ehefrau, aber eine war ihm nie genug. Er stellt anderen nach, er knutscht mit jungen Dingern aus Deutschland und dann schreckt er nicht einmal vor seiner eigenen Enkeltochter zurück. Hier ein Gemälde von Sandro Botticelli. Da reicht es dem katholischen Italien. In Mailand wirft ein aufgebrachter Mann mit einem Miniaturmodell des Doms nach ihm. Das Ergebnis: ausgeschlagene Zähne, tiefe Wunden. Das Volk hat plötzlich Mitleid mit seinem Gewaltherrscher. Dieser wird noch im Krankenhaus fromm, vom Saulus zum Paulus, und darf das Land noch weitere 100 Jahre regieren. Kulturvorbild Italien. Was haben wir dem entgegenzusetzen? Den Berliner Dom? Miserables Bauwerk. Fliegt ganz schlecht. Die Gedächtniskirche? Zu klein. Der Reichstag? Zu viele Fahnen. Vielleicht die Siegessäule, die liegt gut in der Hand, so ein bisschen wie eine Handgranate. Oder das Brandenburger Tor. Machen wir mal den Praxistest. Wenn Sie damit Ihrem untreuen Freund eine verpassen wollen würden, mit welcher Seite würden Sie es machen? Mit unten. Ja? Können wir die Hand nehmen? Upsala! Ich würde meinem Freund keine damit verpassen, aber wenn ich es tun würde, dann halt mit der Unterseite. Wir üben das jetzt mal. Er hat Sie beschissen. Sie ist richtig sauer. Er ist Berlusconi und sie hat allen Grund, jetzt hier auszurasten. So halt drauf. Oh mein Gott. Es geht darum, dass er zwar verletzt wird, aber dass er keine Kratzer davon trägt. Genau, weil ich ihm halt nicht wirklich großartig wehtun will. Ich will ihm halt nur eine verpassen, dass er es dann lernt. Frau, und ich liebe Sie für Ihre Konsequenz. Würden Sie das Brandenburger Tor nehmen? Mit welcher Seite würden Sie werfen? Wie würden Sie das behandeln? Mit gar keiner. Ich würde auf gar keinen werfen. Bevor wir im Rahmen der Bundeswehr irgendwelche falschen Antworten geben, weil Sie sind darin ja geschult, Wörter in den Mund zu legen, geben wir lieber gar keine Antworten und müssen in diesem Fall auf den Pressesprecher verweisen. Ja, nein. Ich bin schon sehr enttäuscht. Sehr enttäuscht. Kunst ist eine Waffe, ja? Und mit beiden wollen die Deutschen nichts mehr zu tun haben. Weder mit Kunst noch mit Waffen, habe ich das Gefühl. Ein Volk von Pazifisten und Banausen. Vielen Dank. Bitte. An den Mailänder Dom kommt das alles leider nicht ran. Das Geheimnis heißt: Gotik, Spitzbögen tun mehr weh. Aber wie verteidigt man sich dagegen? Uwe Koplin, Experte für Wing Chun, Selbstverteidigung. Was würden Sie tun, wenn Sie von einem Brandenburger Tor angegriffen werden? Schau mal. So, damit zeige ich es Ihnen jetzt aber. Ich nehme den Fernsehturm. Okay, letzter Versuch. Die Siegessäule. Nomen ist Omen. Okay. Sie sehen, Architektur bricht Sehgewohnheiten. In meinem Fall bricht gleich mein Hals. Aber ein Zeichen mit dem Mailänder Dom hätte ich ihn erwischt.